super. Ich liebe Maultaschen. Ich weiß. Deswegen sind die auch alle für dich. Und du? Ich habe keinen Hunger. Komm, ich hol dir auch einen Teller. Du bist lieb. Ich habe schon gegessen. Du musst doch auch mal was essen. Guten Abend. Hallo. Ich habe gehört, dass ich Sie hier finde. Gibt's was Neues? Komm's. Geh mal kurz raus. Peter, setzt du dabei zu meinem netten Onkel hier? Ja. Mama kommt gleich wieder. Sind wir Mama ausspielen? Nee, kein Bock. Hast du ein Auto? Ja. Aber nicht da. Ja, aber ja, eins. Ist das der schwarze Flitzer da draußen? Wow. Kann ich mal mit dem fahren? Was? Ich kann Auto fahren. Ich glaube, du traust dir wohl, Buschi, hä? Bitte. Dann hilft er uns bestimmt. Aber nur mal reinsetzen, gell? Logo. Peter. Entschuldigen Sie, aber er liebt Autos. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich selber keins hab. Ja, passt schon. Vielleicht lässt sich der Christian ja auch mal mit seinem Auto fahren. Das Thema haben wir gerade schon besprochen. Er fährt auf keinen Fall mit dem Wagen. Vielleicht können Sie ja was anderes miteinander machen. Fußball spielen? Ja, der Christian war früher ein gefürchteter Stürmer. Echt? Ja. Ja, der hat immer den Schiedsrichter totquatscht und die haben sich stundenlang über Fußballregeln gestritten. Tore geschossen habe ich trotzdem. Spektakuläre Fallrückzieher zum Beispiel. Ja, jetzt komm, steig wieder aus. Wir wollen ja die Herrschaft nicht länger aufhalten. Coole Kiste. Ja. Jetzt wird's Zeit fürs Bett. Och, Mann. Wiederschauen. Wiederschauen. Tschüss. Wegen am Fußball da. Es tut mir leid, ich hab jetzt echt keine Zeit, gell? Servus. Warum spielst du nicht in einem Verein? Da im Ort? Ich hab da lauter Kumpels in deinem Alter gesehen, die sind gerade in einem Bus eingestiegen. Ich bin im Verein. Aber die fahren heute alles schon im Turnier. Den ganzen Tag. Und du nicht? Feierlos. Das glaube ich da nicht. Sag schon, was steckt dahinter? Da muss man 25 Euro bezahlen. Für Essen, Bus und so weiter. Die gibt er deine Mutter nicht, oder was? Ich frag sie nicht. Ja, warum? Weil sie sonst wieder mehrere Tage nicht zu Abend ist. Sie hat das Geld halt nicht. Weißt was? Ich gebe dir das Geld fürs nächste Turnier und du drehst stattdessen heute nur eine Runde mit meinem Wagen. Wie? Ja, da am Parkplatz. Du darfst fahren und ich sitze neben dir. Wow, geil. Was dann? Einsteigen, Herr Fett. Ach, bitteschön. Sind die Pedale? Ja. Sehr gut. So, das ist eine Automatik. Man muss nur Gas geben und bremsen. Jetzt drücken wir auf Start. Und zum Fahren, ich muss jetzt den Schalthebel auf D machen, okay? Moment, ich bin gleich wieder da. Nix anfassen, gell? Okay? Sandra, servus, was gibt's denn? Hallo Christian, ich wollte nur mal hören, wie es dir geht. Vergiss es, was immer du von mir willst. Anhören ist das Mindeste, ich meine, wir sind Freunde. Du sollst dich auf dem Frühlingsfest bloß ein bisschen um die Barbara Heigl kümmern, ja nicht? Was ist denn das? Das erkläre ich dir später. Nein, 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 vergiss es. Meine Antwort ist nein. Die soll nur ein bisschen Selbstvertrauen haben. Ja, ja, das wäre der erste Gefallen für die, der mich nicht in Schwierigkeiten bringt. Meine Antwort lautet nein. Nordpol Erding, Ida Nordpol. Christian, für jemand, der was mit der Frau von seinem Chef hat, bist du ziemlich unfreundlich. Das gibt's ja nicht. Stehen bleiben! Anhalten! Buschi! Christian,
Christian. Toll, der Staatsanwalt. Muss doch einer aufhalten. Ist ja keiner Bus drin. Was? Ich suche meinen Wagen. Deinen Wagen. Arsch auf Seiten! Und schau die Bremsen! Wo ist er doch? Bremsen! Hey! Halt an jetzt! Oh Mann, oh Mann. Sag mal, wo hast denn du das Auto her? Ja, der Christian hat mich fahren lassen. Ach, wie bitte? Ist was passiert? Ja, sicher ist was passiert. Ein paar Mülltonnen hat mitgenommen. Das Auto ist einfach weitergefahren. Ich hab doch gesagt, das ist eine Automatik. Da musst du auf Bremsen tappen, sonst bleibt er nicht stehen. Der Peter ist gefahren. Ja, stell dir vor, der Christian hat ihn fahren lassen. Ich glaube, ich höre nicht recht, der Staatsanwalt. Der soll doch nur auf dem Parkplatz fahren. Christian, was machst denn du für Sachen? Was geht dir eigentlich das an? Also, Entschuldigung, aber du lässt den Sohn meiner Mandantin mit deinem Auto fahren. Na, logisch geht mir das so. Also, ich weiß ja gar nicht, wie wir das unter der Decke halten sollen. Ach, du. Schwierig. Schwierig. Ja, schon recht. Also, was soll ich jetzt machen für die Frau Heigl? Komm, Peter, wir müssen gehen. Jetzt schon. Hallo. Ich soll Ihnen ausrichten von... Was wird das? Wenn ich hier nicht mehr arbeite, dann muss ich auch aus der Wohnung raus. Das ist so mit Dienstwohnungen. Aber wo wollen Sie denn hin? Ich habe was anderes gefunden. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich denke, Sie haben überhaupt kein Geld. Da, wo wir hingehen, da will man kein Geld. Wir... Servus. Ja, schön, dass Sie Zeit hatten und kommen konnten. Gern. Peter freut sich schon. Christian... Was willst denn? Sollen wir noch den Arm brechen lassen? Vielen Dank für alles. Du hast wirklich was gut bei mir. Ja. Opa, geh. Also, los geht's.